Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Ben trovato, Niccolò. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini, zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht, warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Brotherhood. Und ja, wir verlassen den Animus, weil es wieder Zeit ist für die reale Welt. Nicht zu schnell aufstehen. Ja, ja. Denn nach jeder Sequenz, also nach jedem Kapitel, werden wir einmal rausgehen, um mit allen zu quatschen. Warum müssen wir ständig hier unten bleiben? Abstergo sucht noch nach uns. Am besten gingen wir gar nicht mehr raus, aber dann gehen uns die Vorräte aus. Ist wie in der Höhle bei einem Platzregen. Ja, und wie ich die Templer kenne, ist hier bald tiefste Regenzeit. Warst du mal im Animus? Deine Vorfahren hatten so interessante Leben. Ich war einmal drin. War ganz schön lahm. Ja, was warst du? Eine alte Jungfer, vielleicht? Schlimmer, ein preußischer Söldner. Stundenlang Kanonen abfeuern. Ätzend. Ja, Kanonen sind Kinderkram. Alles in Ordnung? Ich steck nicht gerne im Untergrund fest, wenn die da draußen nach uns suchen. Du machst gute Arbeit. Hier ist es sicher. Aber für wie lange? Vidi gibt nicht auf. Niemals. Wir auch nicht.
Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Bin beschäftigt. Leitest du immer noch die Teams da draußen? Kein Telefon. Rebecca arbeitet daran, uns online zu bringen. Seit wann machen die Mädels die ganze Arbeit? Sie ist kein Mädel. Hey! Sind wir hier sicher? Ich mache mir mehr Sorgen um die anderen Teams. Wenn Abstergo über Informationen zu den Tempeln stolpert, das wäre eine Katastrophe. Die einzigen, die von diesen Tempeln wissen, sind hier in diesem Raum. Ja, jetzt? Aber wer weiß, vielleicht hören die uns ab und du hast gerade alles verraten. Du hast damit angefangen. Du bist paranoid, Desmond. Ah. Gute Antwort. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Im Jahr 2012 auf die E-Mails zugreifen, oh Gott. Okay, was haben wir hier? Das nochmal, Rebecca Crane. Hey Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen Schwarzen, sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Und du? Achtet darauf, im Verteiler zu bleiben. Ah, ja. Deine gelöschte Lucy Stillman. Masche Rebecca, aha. Ah, ja. Und hier? Eingang. Ich habe gehört, aber wir können nicht viel tun. Was? Lucy Stillman, Rebecca Crane. Ich habe es gehört, aber wir können nicht viel tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß, es ist schrecklich und ich hasse es, aber es muss sein. Trotzdem danke, Lucy. Ich hatte heute Morgen noch 2 Joghurt im Mini-Kühlschrank und jetzt sind sie weg. Ich habe Hunger und bin genervt, also wer hat sie genommen? Lucy. Sean Hastings. Lucy, ich bin ziemlich enttäuscht, dass du solche Anschuldigungen gegen dein Team äußerst. Der Vorwurf ist unfair. Aus der Luft gegriffen und ehrlich gesagt deine Beleidigung. S. Ja gut, danke Becker. Schau, und du hast nächste Woche Aufräumdienst. Extra Blatt, Becker ist ein Templer. Das Mann, hey Lucy, das Mann hat gestern im Schlaf ziemlich laut gebrüllt. Es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, aber ich dachte, ich sag mal Bescheid. Ja gut, Sean hat beide gegessen. Ich weiß es, weil er mich gefragt hat, ob ich einen haben will. Hey Leute, ich kann meine... Hat sie, glaube ich, an alle geschrieben. Was nichts Neues. Ein Betreiber gefunden ist. Und hier. Okay, nichts Neues. Alle haben ungefähr das Identische. Also wieder rein in Anonymous. Ezio wartet. Du meinst, wir warten. Ezio hat seine Geschichte schon durch. Wir erleben sie nur nach. Ah, ja.
mit tolle Metallarbeiten hier. So. Eine Erweiterung. $12,000, okay. Bitte sehr, Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Nicht wirklich. Wir gucken uns jetzt lieber die Gegend an. Gucken uns jetzt an, wo wir hin müssen. Ein Templerversteck. War das nicht mal Teil eines DLCs? Schatz von Romulus? Ne, sag jetzt nicht. Die Rose in Fiore ist weg. Uff. Na gut. Haben wir den nächsten Schatz von Romulus. Rein. Wie kann ich einen Sprung ins Wasser nicht überleben? Na gut. Von einer bestimmten Höhe. Es ist ja wie Beton, also noch realistisch. Ich habe 3 Missionen. Einmal hier und einmal hier und einmal da oben. Ich gehe jetzt zuerst mal hier hin. Einziger Sohn ist kränklich und hat seit Monaten keine Arbeit mehr. Ja, dann soll er was suchen. Vollidioten. Okay, Borgia-Turm, kein Problem. Danke fürs Geld. Naja, wenn er 1500 bei sich hat, warum nicht? Finde ich ziemlich eine gute Geldquelle. Ja, okay. Okay, das heißt, ich muss irgendwo anders hoch. Ah ja, direkt in dem Gebiet. Da war es noch einfach. Leute umzulegen. Oh.
Geld für mich. Oi, 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 oi. Wie ich hinkommen werde. Na ja, gut. Hier kommt man rein. Du bist ein toter Mann. Sehe ich tot aus? Ich glaube nicht. Jeder sieht aus wie... Muss ich da weiter runter? Ah ja. Oh. Easy. Auf ein Wort. Moment. Schnell genug Blutvergießen. Ich führe ab jetzt dein Ehrenhaft. Dankeschön. Ah ja. Der Hauptmann sagte... Lerner, bringt die zurück! Nein. Okay. Schneller, lauf! Der Doktor, den kann ich eigentlich gebrauchen. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber das wäre auch zu schön gewesen. Nix da. Ihr packt mich nicht. Ja. Gut, wenn das noch so weitergeht schon. Du solltest schnell machen. Der entkommt. Ich sehe ihn. Hopp. Ich führe die ganz schön an der Nase herum. Ich bräuchte einfach mehr Platz zum Kämpfen. Ja, ich glaube, das hier funktioniert. Wo ist der hin? Hör bitte! Jetzt haben wir dich! Interessant. Was, ich kenne diesen Mann. Was bitte denn? Halt!
Kommen wir jetzt endlich hoch. Ah ja. Ich glaube, das ist zugleich auch noch ein Aussichtspunkt wieder. Ja. So verarscht man einfach die Leute hier. Darf ich mal kurz? Kommt jederzeit wieder zu mir. Wo ist das Grab von Remulus? Irgendwo hier. Ich glaube, das ist sogar das Hauptgrab. Kann das sein? Ja. Und wenn wir diese Rüstung haben, dann nehme ich das alte Gewand wieder hervor. Vorher gar nicht. Na bitte. Also das ist das Hauptgrab. Gut, dass das signalisiert wurde. Jetzt haben wir das auch schon wieder mal gesehen. Dann haben wir hier ein Grab von Remulus. Okay. Gehen wir mal hier hin. Ach, sind die Borgia-Türme nervig. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber ist trotzdem nervig. Yep. Wir rennen dahin, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir mit Pferd viel schneller sind.
Und wie kommen wir da hoch? Da wäre das Grab von Remulus. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Wo geht's hier hoch? Wir müssen hier hoch, wenn wir noch können. Und nicht, wenn hier alles voller Borcher ist. Ah ja. So, und dann hier irgendwie an der Außenfassade hoch. Nee, oder? Zum Glück kommen wir hier wieder hoch. Oh. Meine Güte. Doch jetzt nicht, dass das klappt. Einmal und nie wieder. Das ist das nächste Grab. Also haben wir dann zwei von 6 Gräbern hinter uns. Oh ne, und das muss ich in 8 Minuten auch schaffen, ne? Ah ne, das geht. Das geht nicht auf Zeit.
Ich hoffe einfach, dass ich keine schweren Gegner hier treffe. Sonst ist komplett RIP. Tötet ihn! Romulus verlangt seinen Tod! Der Assassine muss leiden wie Remus! Und alle sehen gleich aus. Interessant. So viel dazu. Dein Tod ist beschlossen, Assassine. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Via! Via! Maledizione! Tja. Abhängen ist nicht, Bruder. Welcher ist es? Darf ich kurz? Das funktioniert nicht, solange du hier stehst, Bruder. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Nein. Marcosa, was ist in ihn gefahren? Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Und das soll mich jetzt inwiefern aufhalten? Ja, und weiter. Nächster. Im Kampf bin ich zu gut, wenn es keine schweren Gegner sind.
Sorry. Ich hätte ihn schon vorher töten können, aber mir ist es leider nicht gelungen. Mhm. Kommen jetzt noch mehrere Leute, die ich umbringen muss. Wäre schade. Wenn ja. Ich nehme mir zuerst mal das Geld. Wenn ich schon gerade da bin. Nehmen doch einfach das Zeug da drin. Und was steht da drin? Gladiator. Was heißt es? Ah ja. Und jetzt, weil ich das nicht mehr machen möchte, werden wir die Templer-Mission auch noch gerade machen. Würde ich mal so sagen. Aber die hatten fast eine kleine Ministadt da drin. Oder ein Dorf. Ah. Auf einmal. Dann habe ich meinen Plan geändert und machen wir das im nächsten Part. Glaube ich zumindest. Ach nee, das war ja... Ja gut, dann machen wir hier gerade kurz einen Templer. Dann machen wir im nächsten Part den anderen Stuff. Warum müsst ihr euch so zum Narren? Wir sind einfach zu gut im Kampf. Ich muss nur noch einen Weg finden, selbst diese Riesen zu killen. Ich glaube, mit einem Speer war es sehr gut. Das ist doch einfach eine normale Tür von einem Haus. Templer, Templer. Ja, ja, ja. Aber weh, das muss ich in unter 8 Minuten schaffen. Dann habe ich ein Problem. Mit diesen Templer-Missionen. Nur das Ziel töten. Okay, kann ich einrichten. Was ist, Kapitän Obst? Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt der Stanten für den Torre della Milizie. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe, um... Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Capitano. Ah ja.
Frag mich ja, wie die Mission jetzt aussehen soll. Stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und was ist mit meiner Belohnung? Assassino! Oh Gott. Wir halten ihn auf. Hier, an mir kommst du nicht vorbei. Ich bin schon vorbei. Brüder, zu den Waffen! Hier kommst du. Er wird nicht entkommen. Der arme Kleine ist auf die Nase gefallen. Ich sehe ihn nicht mehr. Hilf mir, der Galerie! Hab ich dich. Keine Chance. Hier geht's nicht weiter. Es ist nur das Ziel töten. Er ist hier! Helf mir! Der pfeift doch schon aus dem letzten Loch. Ja, nur wir beide. Katzo! Bleib mir vom Leib, Assassino! Nö. Heute nicht. Wie gesagt, es ist nur das Ziel töten. Auch wenn es mir ziemlich widerstrebt hat. Uff. Ich sag mal so. Zum Glück. Ist mir nichts passiert. Ich glaube, wenn mich einer verletzt hätte, hätte ich die Regel gebrochen. Nur mal so. Oi. Eieiei. Na gut. Das war jetzt kontraproduktiv.
Warum nicht vorhin auch so? Meine Fresse. Und wenn es nur Geld ist, dann hätte ich es auch sein lassen können. Streicht sich einmal jetzt irgendwie 4000 ein, aber naja. Das fand ich jetzt sehr lächerlich. Na, dass sie töten, 100% Synchronisation. Nice. Kriegen wir dafür wenigstens ein Achievement. So, und ein Motto, das musste man machen. Also, dass wir bis jetzt alles 100% haben, ist schon recht schnieke. Muss ich gestehen. Und im nächsten Part machen wir die Mission da. Und dann machen wir direkt die nächste nebendran. Na gut. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tödlö.